Alla, hier ist wieder eure La Presidenta und heute werden wir versuchen, mal etwas mehr auf unsere liebe Bevölkerung einzugehen. Sprich, wir werden mal dafür sorgen, dass hier mehr Krankenhäuser entstehen, mehr Kliniken, mehr Läden und was weiß ich was alles. Und es wird wahrscheinlich nur bei einem Ich möchte es gerne bleiben. Das war es dann wahrscheinlich auch. Wir haben jetzt gerade sogar mal Geld zur Verfügung. Und das werde ich jetzt erstmal dafür ausgeben, dass ich hier ein weiteres Baubüro baue. Das packe ich, glaube ich, hier hin. Weil dann können wir da später auch einen weiteren Hafen bauen. Ein Transportbüro, würde ich sagen, wäre auch ganz sinnig. Damit hier auch weitere Güter durch die Gegend gefahren werden. Das packe ich in die Nähe vom Hafen hin. Und natürlich werden wir jetzt gemeinwohl einen kleinen Laden annehmen. Und diesen kleinen Laden werden wir hier drüben aufbauen. So, wir sollten ihn natürlich so Richtung Straße bauen. So, da, sehr schön. Und können wir noch etwas tun? Ja, eine Klinik werden wir natürlich auch noch holen. So, damit haben wir jetzt also schon mal mehr für unser Gemeinwohl getan. Und hier ist eine Militärbasis bzw. eine Kaserne erbaut worden. Und die müssen wir natürlich noch besetzen, damit hier mehr Leute reingehen. So, dementsprechend werden wir hier die Gelder etwas erhöhen. Und, so, jetzt haben wir nicht sehr viel Geld, aber gut, wir versuchen es natürlich, hier auch etwas Wohnungen wieder zu schaffen. Weil irgendwo müssen ja auch die Soldaten und was weiß ich was, die ganzen Arbeiter überhaupt wohnen. So, die Zeitung ist auch fertig gebaut. Allerdings ist da noch gar kein Manager drin. Mal gucken, was wir da hier Schönes holen. Effekt auf Höchstbudget um 10. So, der Hauswirt erhöht die Wohnqualität von Gebäuden in der Nähe. Ja, ich glaube, den setzen wir lieber hier rein. Der hat auch keinen Manager. Weil da ist das Wohngebäude ein bisschen so mehr in der Nähe. Deswegen setzen wir da den Hauswirt mal rein. So, einstellen. Also, wofür haben wir die Leute? So, den Platz haben wir auch vergeben. So, ich glaube, damit habe ich jetzt schon mal viel erreicht, was ich heute hinkriegen wollte. Und dann können wir hier einen weiteren Auftrag annehmen. Gehe ich jedenfalls davon aus. Halt, Moment. Hier müssen wir erst nochmal dafür sorgen, dass hier Leute reinziehen. So, und zwar werden wir das so machen, dass wir hier auch die Gehälter erhöhen. Na? Na gut, da kommen sie langsam. Sehr schön. Oh, nur ein kleiner Frosch. Aber das kennt ihr ja schon. Hatte ich schon lange nicht mehr. Hatte ich jedenfalls so das Gefühl. Deswegen, ich wollte euch nochmal in Erinnerung rufen, dass ich einen Frosch habe. So, Effizienz der Militärgebäude steigt. Ich bin so froh, dass es auf der Insel eine neue Kirche gibt. Jesus hat uns viel beigebracht, zum Beispiel auf dem Wasser zu surfen und die andere Wange hinzuhalten. Ich missachte die letzte Regel oft und gebe dem Kerl eins aufs Maul. Aber danach tut's mir immer leid. Wem gibt sie eins auf dem Maul? Dem Jesus oder was? Keine Ahnung. So, wir setzen hier natürlich auch noch einen Manager rein. Und gucken mal eigentlich, was hier unsere... Ah, genau, gut, okay. Gut, dass ich hier nachgeguckt habe, weil in unserer Universität sind ziemlich wenig Leute da. Und hier waren bis jetzt erst 2 Schüler gewesen und einer davon hat einen Abschluss geschafft. Hm. So, hier werden wir das Budget auch mal erhöhen. Und ich hatte ja auch noch eine Schule hier drüben hingebaut. Genau, die werden wir natürlich auch dementsprechend bezahlen. Was macht hier unsere Kirche? Wow, da ist ja gar keiner drin. Das geht ja gar nicht. So, dann müssen wir auch die Gehälter erhöhen. Ah, das sind wieder Highschool-Leute. Naja, mal gucken, was passiert. So, dass hier noch keiner großartig drin ist, das ist normal, weil... Das wurde ja auch eben gerade erst fertiggestellt. So, aber wir müssen bei unserem Militär mal weiter gucken. Weil unser Militär, das müssen wir wirklich bei Laune halten. Hier hatten wir ja, glaube ich, schon. Nein, da hatten wir noch nicht. Können wir hier schon? Nee, das können wir auch erst im Kalten Krieg. Aber hier konnten wir, glaube ich, erhöhen. Genau, moderne Waffen. Wobei ich auch gerade wieder im Überlegen bin, die wurden ja, glaube ich, irgendwie zerstört. So teilweise jedenfalls. Warum arbeiten hier nicht alle? Das habe ich ja mal wieder gern, so ein Maschinengewehr. So, nee, anscheinend behält er das dann doch bei. Aber hier... Der Wahltag keine Arbeit. Mehr, Präsidente. Wie es unsere Verfassung verlangt, haben wir in 12 Monaten Neuwahlen. Tja, ich glaube, im Moment brauche ich mir keine Sorgen darüber zu machen, weil wir haben 64%, ich glaube, das haut hin. Und werden natürlich Abigail dazu nutzen, dass sie die Wahl gewinnt. Hm, hier sind schon wieder Unruhen, aber wir werden uns die Demonstranten kaufen.
Ja, das können wir auch. Und hier werden wir in der Zeitung auch mal die Gehälter erhöhen. Ah, ich glaube, wir brauchen mehr Leute. Macht einen kleinen Gewinn. Der benötigte Abschluss, ja, genau, sehr schön. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, wir brauchen hier mehr Abiturienten. Aber jetzt brauchen wir nicht mehr nur noch Abiturienten. So, Polizeiwache, stimmt, wir brauchen auch mehr Was wir noch alles brauchen? Franz Ferdinand reist nach Serbien. Alle möchte gern Attentäter müssen ihn erwischen, solange er dort ist. Ja, wir müssen unseren Mann ins Land bekommen. Senden Sie eine Delegation zu den Alliierten oder zu den Achsenmächten. Dazu brauchen Sie eine Botschaft. Gut, dann werden wir jetzt die Botschaft in Angriff nehmen. Wollen wir denn die Botschaft? Satanische Botschaften. Ja, fand ich übrigens sehr lustig. Wenn Sie das nicht kennen, guckt einfach mal nach satanischen Botschaften im Internet. Ja, ja, ja. So, kleiner Laden. Da muss natürlich auch jemand arbeiten. So. Die Resistance scheint wieder auf den Beinen zu sein. Doch mein tapferer Freund, Ihr Anführer, braucht wieder unsere Hilfe. Tja, ich glaube, ich hatte schon mal eine Textil... Nein, die hatte ich irgendwie mal in Planung gehabt und habe sie dann doch nicht gebaut. Gut, okay, weil ursprünglich wollte ich die nämlich hier hinbauen, die Textilfabrik, aber habe ich dann wohl doch nicht getan. Ich sollte mich verschämen. Unser Mentor Lian Kane hat mir beigebracht, dass es nie zu viel Gewalt geben kann, um einen militärischen Konflikt zu lösen. Ja, ein größeres stehendes Heer mit besonderem Augenmerk auf gepanzerte Fahrzeuge wird die Entschlossenheit der Invasoren ins Wanken bringen. Besitzen Sie 2 Militärbasen? Haha, die haben wir natürlich. Wir sollten sogar, glaube ich, mehr besitzen, oder? Sind das hier die Militärbasen? Nee, das sind vor. Das hier ist die Militärbasis, gell? Da haben wir bis jetzt nur 2 von. Aber da werden wir irgendwann für sorgen, dass es ein bisschen mehr wird. So, jetzt haben wir erstmal wieder einiges hier gerade am Laufen. Ich glaube, hier müssen wir auch mal die Gehälter erhöhen von der Klinik, damit unsere Leute dort besser versorgt werden. So, und hier, kleiner Laden. Sollt ihr natürlich auch arbeiten. Hallo. So, sie können sich das nicht leisten. Im Moment, aber irgendwann können wir es uns wieder leisten. Können wir hier eigentlich auch schon? Nee, Gebäude, genau, dazu braucht man ein Stromnetz. Ja, ich glaube, so Kraftwerke sollten wir auch mal langsam bauen. Wäre gar nicht so unübel, würde ich mal fast behaupten. Dass das ein Eisenvorkommen. Das hier muss ich noch updaten, sobald ich es kann. Im Moment kann ich es natürlich nicht. Achso, man sollte vielleicht auch mal auf schnellere Lautstärke. Nein, auf schnellere Geschwindigkeit stellen. Damit es etwas schneller vonstatten geht, dass wir wieder an Geld kommen. Wie? Nur 664 Dollar exportiert? Sollten sich verschämen. Ah, hier sind auch keine drin. Ja, wir sorgen dafür, dass unsere Leute genug Geld bekommen. Wie, da sind schon wieder Mietnomaden. Das sind ja ganz viele, sehe ich gerade. Gut, okay, wir sollten... Ach, was wir alles sollten, gell? Gut, dann machen wir erstmal hier ein paar Häuser. Passt das da hin? Nee, aber da passt eins hin. Und hier werden wir die normalen Häuser hinbauen. Weil da können wir mehr von bauen. Rücks. Aber gerade nicht mehr. Jetzt aber nämlich kein Geld mehr. So, wir können ja auch mal kurz gucken, wie zufrieden eigentlich unsere Leute sind. So, gucken wir hier. So, Sicherheit. Sind sie wohl zufrieden mit, so wie es scheint. Womit sie etwas sehr Unterhaltung. Gut, dann werden wir mal für mehr Unterhaltung sorgen. Und Mediengebäude. Und Arbeitsplätze. Ich dachte, wir hätten genug Arbeitsplätze. Arbeitslos, 14. Anscheinend aber doch nicht genug Arbeitsplätze. Aber gut, unsere Beliebtheit ist gerade wieder gestiegen. Hallo, und warum arbeitet hier wieder keiner? Oh, für das dreckige Gehalt will ich hier nicht arbeiten. Und was ist hier? Habe ich das Ding schon ausgebaut? Anscheinend, da habe ich ja schon eine Mine. So, die Effizient, genau. Präsident, ich zittere. Nein. Sie zittern. Was? Alle zittern. Oh Gott, wir zittern alle. Haltet euch fest. Ich bin mal gespannt, wie viele Gebäude jetzt schon wieder zerstört werden. Das Erdbeben ist vorüber. Wir leben noch. Zeit, über mein Leben und meine Entscheidung nachzudenken. Fertig. Und jetzt inspizieren wir die Schäden. Genau, gut. Es sind eine Kaserne, ein Wachturm, eine Rinderfarm und ein Landhaus zerstört worden. Hola, Tropico.
Letzte Nacht ging's zwischen Marco und mir heiß her. Aber ich versichere euch, das einzige eingestürzte Dach, für das wir verantwortlich sind, ist unser eigenes. Ach ja? Okay, wenn du das so siehst. So, wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Bahn zu bleiben. Ja, natürlich. So, da klicke ich jetzt einfach mal weiter. Ich gehe davon aus, dass wir es mit 63% gewinnen werden. Es würde mich arg wundern, wenn wir das nicht schaffen. Wir brauchen Geld. Ich will die Kaserne wieder reparieren. Das Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren, Präsidente. Dankeschön. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Natürlich liebt das Volk mich. Wen soll sie denn sonst lieben? Sie haben doch niemanden sonst. Obwohl, da wäre gerade noch alles aufbauen. Jetzt muss ich natürlich wieder suchen, wo hier... So, da muss ich nur den kleinen laden. Wo hier... Ach, da ist das andere Gebäude. So, und jetzt gehen wir auf alle aufbauen. So, jetzt werden alle Gebäude wieder aufgebaut. So, hier sind die Häuser auch schon fertig. Dann werden wir auch gleich noch ein paar weitere Häuser bauen. Weil, wie gesagt, wir können ja nicht zulassen, dass hier ein paar Mietnomaden ihr Unwesen treiben. So, wie weit ist überhaupt die Mine? Kann ich das hier überhaupt sehen, wie weit die Mine schon runtergeschrubbt ist? Da, monatliche Profitausgang. Profit bis heute. Profit. Ach, da, Menge übrig. 52.000. Ja gut, okay, das ist noch ein bisschen was. Und das ist ja auch die einzigste Mine, die wir hier praktisch sozusagen haben. Und warum habe ich da noch keinen... Nichts erhöht. Ist doch kein Wunder, dass die Leute da nicht arbeiten. Weil die gehen ja dann lieber immer dahin, wo sie mehr verdienen. Sollten sich verschämen. Dass die immer alle so geldgierig sein müssen, die Leute. Das ist echt schlimm. So, na gut, aber ich sehe es von der Seite. Wenn die mehr verdienen, dann können sie auch natürlich mehr ausgeben. Würde voraussetzen, dass ich ihnen die Möglichkeit dafür gebe, dass sie mehr ausgeben. Ja. Eine großartige Zeit, Diplomat zu sein. Alle eilen umher, um Verbündete für den Weltkrieg zu sammeln. Bankette und teure Geschenke sind Teil meines Alltags geworden. Beide Seiten bieten potenziellen Verbündeten hohe Belohnung an. Warum bauen wir keine Botschaft und laden jemand ein, damit wir noch bessere Geschenke bekommen? Ja, bauen wir eine Botschaft. Wir haben bereits schon eine gebaut. Und überlegen jetzt, wen nehmen wir jetzt, die Achsenmächte oder die Alliierten? Ach komm, nehmen wir die Achsenmächte. Gut gemacht, mein Freund. Besser, wir gehen diesen Snobs aus dem Weg, die sich alliierte Diplomaten nennen. Leider heißt das, dass ich auf jede Menge Geschrei gefasst sein muss. Tja, die Achsenmächte haben uns zahlreiche Belohnungen angeboten und hoffen, dass wir unsere Militärmächte ausbauen und ihnen im Krieg zur Seite stehen. Natürlich werden wir das tun. Wir werden ein weiteres kostenloses Militärgebäude nehmen. Wer hätte das wohl gedacht? Und, wir werden natürlich eine Militärbasis nehmen. Hallo, wenn wir es kostenlos bekommen, dann nehmen wir natürlich die Militärbasis. Und, wo setzen wir das hin? Ja, ich glaube, wir können diesmal als hier hinten setzen. So, noch ein bisschen drehen. Nee, müssen wir wohl so setzen. So, sehr schön. War schließlich kostenlos. Und wenn es kostenlos ist, dann nehmen wir es mit. Ach ja, und wir wollten für mehr Unterhaltung sorgen. Was wir noch alles sorgen wollten. Habe ich hier nicht eigentlich schon die Gehälter erhöht? Anscheinend noch nicht. Ich dachte, ich hätte sie da schon erhöht. Lalala. Ey, guck mal, wir kriegen langsam wieder Kohle. Gut, dann sorgen wir mal für Unterhaltung. Und Taverne. Restaurant, Bar. Ich glaube, wir können hier nochmal eine Taverne hinsetzen. So, da was sehen. Sehr schön. Konnten wir den Platz noch sinnvoll nutzen? So, für weitere Unterhaltung können wir im Moment gerade nicht sorgen. Aber, so, was war da noch gewesen? Was wollt ihr noch alles? So, Religion, Freiheit, Gesundheitsversorgung, genau, und Unterhaltung. Also Gesundheitsversorgung und Unterhaltung brauchen wir. Bietet Nahrung, Tourismus, können wir noch nicht. Das geht, glaube ich, alles genau erst im Kalten Krieg. So, das Opernhaus könnten wir bauen. Ah, das braucht Strom. Bevorzugt reiche Touristen. Das heißt, Touristen kämen auch schon in unser schönes Städtchen. Habe ich so fast das Gefühl. Allerdings müsste ich dafür auch erst wieder dann die Wohnmöglichkeiten bauen. Und die habe ich ja noch nicht. Die kommen, glaube ich, auch erst im Kalten Krieg. Weil vorher interessieren sich ja die ganzen Touris noch nicht für unsere wunderschöne Insel. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Dum-di-dum-di-dum. So. Der Bau ist hier auch bald fertig. Ist der, ach nee, ich dachte eben gerade schon, da wäre wieder ein Mietnomade drin. Sups. So, falls ihr irgendwas im Hintergrund übrigens klopfen hört, das ist unser Hund, der mit seinem neuen die mit ihrem neuen Spielzeug rumspielt. Ja, das findet sie ganz toll. Das ist ein Geweih. Ja, das haben wir auch erst Mal gesehen gehabt. Und die Verkäuferin sagt, oh, bis jetzt weiß ich noch gar nicht, ob die Hunde das überhaupt annehmen. Es hat mir noch keiner eine Info gegeben. Ja, wir haben das Ding seit ungefähr 3 Monaten. 2,5 Monate hat sie das Ding überhaupt nicht beachtet. Und irgendwann so von jetzt auf gleich ist er auf einmal auf den Geschmack gekommen. Findet das Teil ganz toll und nagt da jetzt die ganze Zeit dran rum. Ist okay. Finde ich in Ordnung, weil das Geweih wächst logischerweise wieder nach. Es ist also kein Tier dabei zu Schaden gekommen. Oh, führen zu sozialen Unruhen. Wo? Und ist, wie gesagt, kein Tier zu Schaden gekommen. Und ja, der Hund kaut dabei halt eben ein bisschen rum, nagt so ein bisschen an den Geweih halt eben hin und wieder richtig rum. Ich erzähle hier schon wieder alles Mögliche. Ich wollte eigentlich die Textilfabrik bauen. Und ja, hat jedenfalls ihren Spaß daran gefunden. Da, Textilfabrik. Yay, wir können sie bauen. Braucht die eine Straße? Ja, sie braucht eine Straße. Deswegen sollten wir sie dahin bauen. Dann können wir gleich im Gegenzug, wenn wir das Geld noch hätten, dann noch ein paar Häuserchen bauen und müssen noch, was war das, Unterhaltung und Gesundheitsversorgung. Kameradpräsidente, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen revolutionären Wechsel. Das Volk von Tropico wartet darauf, dass Sie, der Held der Revolution, es zum Sieg führt. Stellen Sie sich eine bessere Welt vor, in der jeder nach dem Prinzip des Kommunismus lebt. Eine Welt, in der jeder tun kann, was er will, wo jeder bekommt, was er will, wenn er es sich nur genug wünscht. Die Menschen sind bereit, ihrem Beispiel zu folgen. Sie müssen nur den ersten Schritt gehen und die Verordnung Vermögensteuer erlassen. Ja, damit würden wir den Ruf erhöhen. Ich will aber nicht die Komm, wir machen jetzt erstmal schließen. Ich zeige euch nämlich, warum ich das nicht will. Vermögensteuer erzeugt Profite abhängig davon, wie viele reiche und stinkreiche Bürger es gibt. Allerdings verlieren diese nicht nur einen Teil ihres Wohlstands, sondern auch einen großen Teil ihres Respekts gegenüber dem Regime. Ja, und das wollen wir natürlich nicht. Nee, soweit ist es noch nicht. So, Stoppwahl. Ich gucke nur gerade mal kurz wegen zu den Waffen. Wenn nämlich dann irgendwann zum Krieg kommt, was ja unweigerlich passieren wird, was man dann gegebenenfalls noch alles machen könnte. Sups, Staatsschulden, Sozialversicherung stellt sicher, dass alle Kinder, Studenten, Arbeitslose und Rentner mindestens die Wohlstandsstufe arm erreichen. Gibt es auch noch darunter. Die fortlaufenden Kosten hängen von der Anzahl der betroffenen Bürger ab. $10 für jeden Arbeitslosen, okay. Hallo, wir wollen doch hier keine Arbeitslosen generieren. Die sollen gefälligst arbeiten. Wo kämen wir denn dahin? Militärischer Drill, genau. Ah, das ist das, was ich bräuchte. Genau, sind 5 Jahre lang leistungsfähiger. Gut, werde ich in Erwägung ziehen, sobald es dann hier immer weiter runter geht. Und ich glaube, in dieser Folge haben wir ja schon ziemlich viel erreicht. Wir haben ja immerhin die Botschaft gebaut. Wir haben uns bei den Achsenmächten eingeschleimt. Wir haben neue Militärgebäude gebaut und ja, und ein Erdbeben überstanden. Gut, mal sehen, was uns dann in der nächsten Folge erwartet. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Auf bald. Tschüss.